Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Sie ist da, meine erste deutsche Alexa als Echo Dot Version. Ich habe zwar schon zwei Dots im Grunde, aber das sind beides UK-Importe gewesen. Und diese hier ist meine erste deutsche, das heißt, da wird wahrscheinlich dann auch das passende, ich hoffe, das passende Ladegerät quasi gleich im Karton dabei sein. Ich will euch jetzt mal eben zeigen, wie einfach es ist, eine Alexa einzurichten. Und deswegen habe ich mir die hier noch original verschweißt gelassen, obwohl sie schon seit zwei Tagen hier bei mir zu Hause liegt, weil ich jetzt endlich Zeit habe, das aufzunehmen, wie ich sie auspacke und dann im ersten Schritt einrichte. Also, dann werde ich euch mal hier auf dem Stativ postieren und dann legen wir los. Ich habe mir dafür hier jetzt, weil ich hier am Tisch keine Steckdose habe, habe ich mir hier meinen portablen Akku hingepackt und den werde ich dann gleich verbinden mit der Alexa. Wir machen das Ganze jetzt erstmal hier auf, quasi ein schnelles Unboxing. Aber da ihr da hoffentlich jetzt weniger Interesse dran habt, dann müsst ihr euch ein anderes Unboxing-Video angucken, werde ich das ganz schnell machen, indem ich das Ganze mit einem Fingerschnipp auspacke. Und schon haben wir alles, was wir brauchen. Verpackung, wie ich gesagt habe, hier den deutschen Stecker mit einem USB-Port dran, das passende USB-Kabel und halt die neue Alexa. Noch verschweißt hier in ihr Kunststoff, da werden wir sie jetzt mal von befreien. Dann schließen wir sie hier mal an den Akku an. Und dann gehen wir hier mal, schalten wir den Akku mal ein und das ist, was dann passiert. Ich starte mal gleichzeitig die App. Ihr seht, wie langsam dieser LED-Ring hell wird und sie anfängt zu arbeiten. Und parallel zeige ich euch mal hier die Alexa-App. Hallo, du kannst deinen Amazon Echo Dot jetzt einrichten. Folge einfach den Anweisungen in deiner Alexa-App. Hier in den Einstellungen habe ich schon, seht ihr hier Svens dritten Echo Dot, der ist hier mit dabei. Ich markiere den mal gerade. Und wenn wir da jetzt mal reingehen in den, dann können wir hier das WLAN aktualisieren. So, und jetzt wurde der Echo Dot gefunden. Dann drücken wir hier auf Weiter und haben hier jetzt quasi die Möglichkeit, uns mit der Box zu verbinden, die unser WLAN ist quasi. Bei mir ist das hier die EasyBox Sven. Da habe ich jetzt mal das Passwort eingegeben und verbinde das Ganze. Und dann ist die neue Alexa verbunden mit dem WLAN bei euch zu Hause. Im Grunde war es das schon. Ihr seht auch, das Licht geht jetzt aus. Sie ist jetzt im Bereitschaftsmodus. Wir können jetzt schon sagen, Alexa. Und dann wird sie halt aufmerksam. Ich kann den Wiedergabemodus nur ändern, wenn Musik abgespielt wird. Ja, alles gut. Ich erkläre hier nur den Leuten, wie wir dich einrichten, meine Liebe. So, jetzt gehen wir hier in die Einstellung und gucken uns den Svens dritten Dot einmal an. Und vor allen Dingen können wir zum Beispiel den Namen hier auch ändern. Sie wird nämlich im Flur stehen. Und da können wir dann den Namen so angleichen, wie die anderen auch benannt sind. Wir können hier dann sagen, dass das Ding hier heißen soll Alexa Flur. Und dann kann hier drunter noch die Adresse eingestellt werden. Das ist dann gut, wenn man zum Beispiel nach den Verkehrsnachrichten fragen möchte. Also fragt, wie ist der Verkehr von hier zu Hause bis zur Arbeit zum Beispiel. Und da trage ich jetzt nochmal eben meinen Standort ein und werde das dann abspeichern. Und vorher zeige ich euch nochmal, ihr könnt dann hier auch nochmal die Zeitzone angeben, also dass wir in Europa sind und dass wir die mitteleuropäische Zeit nehmen möchten. Und hier an dieser Stelle können wir zum Beispiel auch dann das Aktivierungswort
uns aussuchen. Wenn ihr das alles erledigt habt, dann ist sie im Grunde schon komplett eingerichtet. Ihr könnt jetzt noch beigehen und einen Bluetooth-Lautsprecher verbinden. Ihr könnt dabei gehen und eine Fernbedienung, die ihr bei Amazon kaufen könnt, hier einzurichten, dass ihr die dann quasi wie so ein Mikrofon benutzen könnt, falls sie so weit weg steht, dass sie euch nicht immer hört. Und ihr könnt hier dann auch noch die Töne und Benachrichtigungen in der Lautstärke regulieren, also damit sie dann immer in der gleichen Lautstärke zum Beispiel den Wecker aktiviert. Und dann war es das schon. Also sie ist dann eingerichtet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, denn im Grunde war es ja nur eben kurz zu zeigen, wie einfach es im Grunde ist, mit der App hier das Gerät einzurichten. Wenn es gekommen ist, dann braucht ihr es im Grunde nur unter Strom zu setzen hier und ganz kurz mal eben mit WLAN zu verbinden. Der Rest ist im Grunde vorinstalliert von Amazon, also wirklich sehr, sehr einfach. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein Video hochlade. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!